Eine Wortmeldung zur Geschäftsordnung, bitte. Danke, Herr Präsident. Geschätzte Regierungsmitglieder, Hohes Haus, ja, ich möchte zurückkommen auf die Geschäftsordnungsdebatte von gestern in der Sitzung, Herr Präsident, in der Sie einleitend einen Brief, den Sie uns übermittelt haben, über den berichtet haben und unser Clubobmann sich zu Wort gemeldet hat. Es hat dann mehrere Unterbrechungen durch Sie gegeben und deshalb habe ich zwei Anregungen für die nächste Präsidiale. Erstens möchten wir klären, auf welcher Rechtsgrundlage Ihre Wortmeldung war, zumal sie mit der Tagesordnung in keinem Zusammenhang stand und auch relativ lang gedauert hat. Und zweitens sind wir der Auffassung, dass im Zuge einer Geschäftsordnungsdebatte und Meldung zur Geschäftsbehandlung nicht zwingend erforderlich ist, dass ein Antrag gestellt wird. Und Sie haben das gestern eingefordert von unserem Clubobmann, dass er einen Antrag stellt. Das ist unserer Meinung nach nicht zwingend, nicht erforderlich. Und deshalb möchten wir, dass diese beiden Tage in der nächsten Präsidiale behandelt werden. Diese beiden Punkte. Gerne behandle ich diesen Tagesordnungspunkt. Ich bewege mich auf der Geschäftsgrundlage der Geschäftsordnung des Nationalrates und dort ist natürlich selbstverständlich vorgesehen, dass zur Geschäftsordnung ein dementsprechender Antrag auch vorzulegen ist oder Antrag zu stellen ist. Und in der Situation der Geschäftsordnung ist auch klar festgelegt, dass der Präsident natürlich das Wort ergreifen kann. Ich komme jetzt zur Erteilung des Wortes. Bitte. Herr Präsident, ich muss mich jetzt noch einmal zu Wort melden, weil soweit ich den Paragraph 59 in der Geschäftsordnung richtig lese, steht unter Absatz 2, meldet sich ein Abgeordneter ohne einen Antrag zu stellen zur Geschäftsbehandlung zu Wort, so ist der Präsident berechtigt, ihm das Wort erst am Schluss der Sitzung zu erteilen.